Ja, das wäre der Empfänger, den ich für euch vorhätte. Ja, den lege ich jetzt mal zur Seite, dass ich das im Hintergrund ein bisschen hören kann. Heute reden wir über was anderes. Da war ja was wegen den Gedanken. Da muss ich euch leider noch ein bisschen was sagen, aber jetzt mache ich erstmal selber eine Pause und höre mir das mal an, was die da zu sagen haben. Ich kann nämlich mit meinem tollen Tablet sogar pausieren. Und ja, okay, also das ist wie gesagt der Radiobausatz, den ich eigentlich für euch vorhatte. Der ist dann in so einem Gehäuse drin, wird dann hier so reingeschraubt. Bei dem Radiobausatz ist die Platinenhalterung auf der Platine drauf und das ist die ganze Antenne. Hatte mal so ein 30 cm Kabel und man hört hier zum Beispiel Radio DAC einwandfrei. Ja gut, man sollte nicht auf die Platine langen, aber ja. Wenn der Lautsprecher im Gehäuse drin ist, ist es natürlich lauter. Okay, dann rede ich mal über die Gedanken. Also erstmal, worum geht es bei den Gedanken? Ja? Ich habe da hier mir solche Notizen gemacht. Worum geht es bei den Gedanken? Ja? Meistens sind die Gedanken, dass irgendwas verboten wird. Ich mache irgendeine Aktion und deswegen sagt die Stimme im Kopf, dass irgendwer deswegen stirbt. Also die folgliche Lösung ist, ich will ja nicht, dass die Person stirbt, also mache ich die Aktion nicht. Die Gedanken können auch sein, dass ich dann nicht mehr Computer spielen kann oder keine Filme mehr anschauen kann und das will ich ja nicht, also lasse ich normal die Aktion. Was triggert? Es triggert so gut wie alles. Es triggert hier auf Rekord zu drücken, um für euch ein Video zu machen. Es triggert die Speicherkarte ins Gerät einzulegen. Es triggert einfach alles. Allerdings ist es so, dass es verschiedene starke Trigger gibt. Der Punkt ist immer der, das läuft meistens nach dem Muster ab. Ich habe eine Idee, zum Beispiel, ich will am Wochenende ein Radio bauen. Dann ist natürlich sofort der Kobold im Kopf darauf angesetzt, mir das zu verbieten. Das zu verbieten heißt, ich gebe irgendwem die Hand oder ich mache eine Aktion und dann verbietet das. Das ist wieder der Gedanke, wenn ich den Radio am Wochenende baue, dann darf ich nicht mehr Computer spielen, beziehungsweise kann nicht mehr oder die Person stirbt. Das ist der Verbietgedanke. Dann versuche ich den Gedanken zurückzusetzen. Zum Beispiel, wenn ich jemandem die Hand gebe, weiß ich, der kommt morgen wieder, dann gebe ich ihm morgen nochmal die Hand und denke mir halt ganz stark, ich versuche mir das zu denken, dass die Person nicht stirbt, wenn ich den Radio baue. Folglich darf ich das Projekt machen. Projekt wird gemacht mit einer 8. Das, naja. Wenn ich es nicht schaffe, das zurückzusetzen, weil zum Beispiel das Freitag ist und dann das Wochenende, jetzt muss ich noch kurz an der Seite dieses Pendelempfänger-Ding ein bisschen besser aufbauen, mich das irritiert mit dem Gerausche. So, jedenfalls, wenn ich das nicht schaffe, dann ja, baue ich das Projekt eben nicht. Das warte halt so lange, bis ich die Person nochmal sehe, zum nochmal Hand geben, um das zurückzusetzen. Was ich auch machen kann, und das werde ich bei einem Pendelempfänger versuchen, ist die Details ändern. Der Kobold sagt, wenn ich den Pendelempfänger baue, stirbt irgendeine Person. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Pendelempfänger einen Kondensator ändere oder das Gehäuse ein bisschen anders mache, dann ist es ja nicht mehr dieser Pendelempfänger und ich darf das Projekt bauen. Aber so einfach ist es nicht, Leute. So einfach ist es nicht. Übrigens, ihr habt es im vorherigen Video schon gesehen, dass ich solche Botschaften manchmal auf meinen Zetteln habe, die keiner weiß. Das heißt folgendes: Leben alle nur, wenn ich morgen UKW-Radio baue. Ja, okay, jetzt wisst ihr schon, was 2018 auf uns zukommt. Ich habe es nämlich geschafft, nur mit Transistoren ein UKW-Radio zu bauen. Auch den Diskriminator nur mit Transistoren. Ja, da könnt ihr euch eigentlich gleich vorführen, aber das wäre für 2018 eine Überraschung gewesen. Was ist das jetzt? Oh ja, das ist jetzt ein Beispiel, wie das jetzt so abläuft. Ich mag am Wochenende ein Radio bauen. Da gibt es sogenannte Primär- und Sekundärstörungen. Ah, ich glaube, ich sollte euch erst das zeigen. Also es gibt Primär- und Sekundärstörungen. Primäre Störungen sind ganz stark, drei Blitze, zum Beispiel direkter Hautkontakt. Ich gebe jemandem die Hand. Das führt dann immer zu einem Verbot, wenn ich einen Gedanken habe. Wenn ich zum Beispiel jemandem die Hand gebe und denke mir nichts dabei, okay, kein Problem. Aber wenn ich jemandem die Hand gebe und der Kobold sagt wieder, dass die Person stirbt, wenn ich ein Radio baue, dann führt das zu dem Verbot. Und das Verbot ist so lange aktiv, bis ich es zurücksetze. Zum Beispiel Hand geben, was online kaufen mit Mausklick. Ich kaufe zum Beispiel bei Reichelt, habe ich ein Labornisteil. Als mein Labornisteil, mein altes, kaputt ging, habe ich ein neues kaufen müssen. Ich habe drei Labornisteile kaufen müssen, um eins zu behalten. Ja, so ist es. Das waren ein paar hundert Euro, die ich da reingesteckt habe. Weil ich habe bei Reichelt eins gekauft, Klick, hier, Mausklick, und der Gedanke sagt, dieses Labornisteil bringt mir Unglück. Dann kam von Reichelt ein Labornisteil für 150 Euro, das ist das Simon hat. Und ja, es ist heftig, Leute. Und die Lösung ist zum Beispiel, wenn ich dann was kaufe und es bringt mir Unglück, wenn ich das jemandem schenke, dann ist der Gedanke weg und es passt wieder. Das sind die sogenannten primären Gedanken. Dann gibt es sekundäre Gedanken, das ist zum Beispiel indirekter Kontakt. In der Arbeit trage ich Schnittschutzhandschuhe. Wenn ich dann jemandem die Hand gebe, macht es nichts, denn die Handschuhe wirken wie ein Schild. Solange ich kein Körperfett übertrage, ist es okay, die wirken wie ein Schild.
führen manchmal zum Verbot. Wenn es ganz krasse Situationen gibt, dann kann es auch sein, dass ich trotz Handschuhen ein Verbot habe. Ich versuche natürlich auch bei Handschuhen das dann zurückzusetzen. Dann, was es noch gibt, ist Gedanken einlagern. Zum Beispiel Türklinke anlangen. Ich lange eine Türklinke an, mache die Tür auf. Das ist allein mittlerweile schon der Winkel, wo ich die Türklinke mache. Während ich diesen Winkel mache, höre ich Stimmen, die irgendwas Böses sagen. Also mache ich mehrmals auf, zu. So krass ist es. Und es kann sein, dass auf der Türklinke dann zum Beispiel drauf ist, ich denke gerade an den Radio vom Wochenende und dann denke ich, okay, die Person, wo das jetzt als nächstes anlangt, stirbt. Und dann kann ich es auf die Türklinke anlagern oder einlagern. Allerdings ist es noch so eine Sache, weil die Türklinke ja kein lebendes Objekt ist, wie direkt Hand geben. Also ist es mit der Türklinke so grenzwertig. Oh, ich glaube, jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Ich höre nämlich gerade im Hintergrund, dass Radio DRC jetzt wieder die Nachrichten macht. Ich mache mal kurz Pause. Einfach nur mal kurz zeigen, nochmal im Radio. Wie gesagt, die ganze Antenne ist gerade mal so lang. So, da bin ich wieder. Schön bei den Radio DAC News wieder, dass in Niederlande wieder jemand Mittelwellensender betreibt. Haben sie auch gesagt, dass es da ein bisschen lockerer ist bei uns, aber das ist ja eine andere Geschichte. Es gab übrigens mal eine Petition dafür, aber die war leider nicht so erfolgreich. Gut, also zurück zu den Gedanken. Also ich habe euch jetzt erklärt, dass es primäre und sekundäre Gedanken gibt. Die primären Gedanken sind ganz schlimm. Handgeben, direkte Körperkontakte, in Anführungszeichen. Die sekundären Gedanken sind nicht so schlimm. Bei Türklinken kann ich zum Beispiel dann die Türklinke einfach nochmal machen und nochmal, während ich bei einer Person kann ich schlecht 10-mal die Hand geben, bis es passt. Okay, jetzt ein Beispiel. Also das ist, selbst die ganzen Papiere, die ich habe, die reichen nicht, weil das so ein komplexes Thema ist, wenn sich das über 10 Jahre entwickelt hat. Also zum Beispiel, ich mag am Wochenende einen Radio bauen, habe ich im Kopf. Ich habe eine Idee, wie ich ein Radio baue, vielleicht ein Superhead oder so. Dann habe ich schon Angst, dass es losgeht in der Früh mit Handgeben. Wer? Auf Arbeit, Chef oder Kollegen, Kolleginnen und was? Handgeben. Die Stimme im Kopf sagt dann zum Beispiel, stirbt nur nicht, wenn ich am Wochenende den Radio, den ich bauen wollte, nicht baue. Folglich baue ich den Radio nicht. Außer, seht hier ist ein Übergang, ich schaffe es, am nächsten Tag derselben Person die Hand zu geben und ich denke an Gegenflug. Das heißt, ich denke, die Person stirbt nur nicht, wenn ich am Wochenende den Radio baue. Dann wird der Radio gebaut, in unserem Beispiel. Das sind die sogenannten primären Gedanken. Dann gibt es hier sekundären Gedanken. Zum Beispiel, das geht schon los, wenn ich in die Arbeit gehe und die RFID-Karte ans Lesegerät halte. Hier. Dann kann schon sein, dass ich mir was Böses denke, wenn ich die Karte hinhalte und wegtue. Dann kommt wieder so ein Gedanke wie, ich darf das nicht bauen am Wochenende, sonst stirbt irgendwie oder ich kann nicht Computer spielen. Da habe ich aber eine Lösung. Das ist ja kein Mensch oder keine Person. Ich halte es in der Arbeit an die Automaten an ein anderes RFID-Lesegerät und denke mir ganz stark, dass nur dann kein Fluch ist, wenn ich das Radio am Wochenende baue. Folglich wird der Radio gebaut. Ja, genau. So. Der Punkt ist auch der, ich arbeite mittlerweile mit Wortüberlistungen vom Kobold. Weil es gibt, wenn ich dann den Radio nicht baue und wenn ich nur dann. Nur dann ist sehr festbindend, weil es auf dieses eine Ding bezogen ist. Und wenn ich sage, wenn ich dann den Radio nicht baue, habe ich noch Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel dann den Radio ein bisschen anders bauen. Ich kann zum Beispiel dann irgendwie einen anderen Lötkolben verwenden, dann anders Lötzinn verwenden und dann darf ich den Radio wieder bauen. Nur wenn ich sage, ist nur kein Fluch, wenn ich den Radio am Wochenende nicht baue, ist es sozusagen in Stein gemeißelt und ich kann es nicht ändern. Dann gibt es noch, da gehe ich jetzt mal zum Ersten, die sogenannte neues Gerätstörung. Ich kaufe zum Beispiel eine neue Kamera. Und das Problem ist, ich drücke das erste Mal überhaupt eine Taste und dann kann es sein, dass Gedanken kommen. Minus ist schlecht, Plus ist gut. Wenn kein böser Gedanke kommt oder neutral, freue ich mich, darf das Gerät behalten. Wenn ein böser Gedanke kommt, dann drücke ich den Knopf nochmal ganz fest und versuche in dem Moment irgendwas Gutes zu denken. Wie, es ist kein Fluch drauf oder es ist passiert nur nichts, wenn ich das Gerät aufhebe. Das kann aber nicht immer gelingen, weil ich kann dann nicht auf Knopfdruck quasi den guten Gedanken triggern, sondern es ist eher so, ich drücke den Knopf und mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt ein böser. Ich versuche, dass ein guter kommt, aber es kann auch sein, dass ein böser kommt. Und dann geht es so weit, dass ich das Gerät weggeben muss. Das hatte ich mal mit einer Kamera. Habe ich mir so eine Kamera gekauft, eine ganz einfache mit 3 Mikrobatterien. Das war wie so ein Handycam-Teil, was ihr vielleicht noch kennt, nur mit Speicherkarte. Ich drücke das erste Mal eine Zoom-Taste, überhaupt. Von diesem jetzt drücke ich das erste Mal die Zoom-Taste. Denke mir, dass eine Person, die mir wichtig ist, stirbt. Thema erledigt, Gerät wird weggegeben. Obwohl ich es gern behalten würde. Und es ist zum Beispiel blöd, wenn ich jetzt im Computer eine neue Festplatte einbauen will oder meinen Computer aufrüste, schalte das erste Mal den Computer ein, dann haben wir das Spielchen bei Geräten, die ein paar hundert Euro kosten. Okay, jetzt haben wir hier das Ganze. Ich muss jetzt zum Beispiel das schon wieder nochmal machen, weil als ich das hochgehoben habe, habe ich gedacht, dass ihr stirbt, aber ihr lebt alle. So,
Das ist wirklich krass, Leute. Ich habe das über 10 Jahre schon. Und es wurde immer schlimmer. Damals hat es angefangen, dass ich mein Geldbeutel in den Rucksack getan habe und mir gedacht habe, dass jemand, der mir wichtig ist, stirbt. Da habe ich mir erst gedacht, WTF im Kopf, hä, was war das jetzt? Habe den Geldbeutel raus, habe ihn nochmal rein und es hat gepasst. Nur irgendwann hat es nicht mehr gereicht, ihn raus und rein zu tun. Und dann kam der Gedanke beim zweiten Mal wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und ich habe es so oft machen müssen, dass ich teilweise eine halbe Stunde dastehe, Rucksack auf, Geldbeutel rein, Rucksack zu, Rucksack auf, Geldbeutel und immer hin und her. Okay, jetzt hier wieder ein Beispiel. Also von dem vorherigen. Am Wochenende wird verboten, dass ich den Radio bauen darf. Logischerweise habe ich deswegen Frust. Nach etwas Zeit habe ich im Kopf aber noch eine neue Idee und es sind noch 7 Stunden, bis die Arbeit frei ist, also bis ich wieder daheim bin. Dann kann noch eine Menge passieren. Wenn ich Leute sehe, wo ich noch keine Hand gegeben habe, dann verstecke ich mich. Ja? Dann verstecke ich mich, dass ich denen nicht die Hand geben muss. Erfolg, ich habe keinen Trigger, der Radio wird gebaut. Wenn ich aber trotzdem denen die Hand geben muss und habe wieder einen bösen Gedanken, wird das nicht gebaut. Oder was heißt der Radio, halt das neue Projekt. Okay, ich muss mal kurz Pause machen, Radio DAC geht weiter. Ja gut, ein Rundspruch, also Informationen über Rundspruch interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Apropos ehrlich gesagt, diese Aussage ehrlich gesagt, ich kann zum Beispiel mit meiner Krankheit auch nicht lügen. Und wenn ich unangenehme Fragen bekomme, dann gehe ich denen aus dem Weg oder sage teilweise direkt, das ist mir jetzt unangenehm darauf zu antworten. Die Situation hatte ich nämlich schon in der Arbeit. Dass ich dann das immer so rumgedruckst habe und dann wurde ich gefragt, warum sagst du nichts? Und dann habe ich direkt gesagt, es ist mir unangenehm, da jetzt darauf zu antworten, weil ich kann nicht lügen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt lüge, ich sage, jemand lädt mich wo ein. Ich mag dann nicht hin und lüge und sage, ich bin krank und bleib zu Hause. Wenn ich dann irgendwas baue, dann ist die Stimme im Kopf, die sagt die ganze Zeit, wenn ich das baue, bringt es der Person Unglück. Und es kann bis zum Tod gehen, also richtig krass. Okay, also wir sind jetzt hier, wie gesagt, ich wollte das Radio bauen, darf das nicht bauen, habe eine neue Idee. 7 Stunden bis zum Feierabend, wenn ich jemanden sehe, dem ich noch nicht die Hand gegeben habe, gebe ich ihm nicht die Hand, verstecke mich. Dann ist kein Trigger, dann wird der Radio bzw. das Alternativprojekt gebaut. Wenn es nicht okay ist, dann wird es nicht gebaut. So, das ist die primäre Störung. Dann gibt es die sekundären Störungen und die sind dann richtig krass, also richtig viel Gedanken. Zum Beispiel jemanden ansprechen. Wenn ich spreche, allein da habe ich schon Gedanken. Im Bus, wenn jemand an mir vorbeigeht und mich in der Hose anrempelt. Wenn ich mit den Schuhen aus dem Bus aussteige. Kobold im Kopf sagt, ich darf das nicht bauen, sonst passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich das trotzdem baue. Also entweder mache ich dann beim Sagen, sage ich noch was oder huste künstlich, dabei denke ich mir, dass nichts passiert. Oder die Hose putze ich mit Klopapier ab und die Schuhe putze ich mit Klopapier ab und dann wird es gebaut. Ja, also es ist wirklich richtig krass, richtig heftig. Ihr denkt jetzt, ich bin den ganzen Tag nur beschäftigt mit meiner Krankheit. Das stimmt nicht. Ich habe schon auch gute Phasen. Und die guten Phasen sind eben meine Computerspiele. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich ja da ein paar Figuren. Okay, mit Alien und Predator. Aber später kam auch Stargate Atlantis dazu. Dann haben wir hier Figuren. Das werden jetzt vielleicht manche Elektroniker sich einen Teil denken. Da kostet diese Figur 250 Euro und die kostet, glaube ich, auch nochmal sowas in der Größenordnung. Das sind meine Alternativwelten. Beim Leben lief es nicht so toll. Nach der Ausbildung haben mich meine zwei Kumpels, die ich hatte, mehr oder weniger im Stich gelassen, weil sich Interessen ja minimal, wie sie gesagt haben, verändert haben. Und es lief halt einfach von da an nicht so toll. Ja. Und deswegen auch diese Gedanken. Ich denke, ich werde auf eure Kommentare nochmal genau eingehen in dem letzten Video. Das soll einfach nur eine Übersicht sein. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und ich leide wirklich extrem drunter. Ich würde zum Beispiel so gerne einfach mir bei eBay wieder was kaufen. Für mich selber. Aber mit dem Passwort ist halt so ein Problem mit dem Zurücksetzen. Weil wenn das der Gedanke in dem Passwort ist, dann ist automatisch alles der Gedanke. Und ich kann zum Beispiel in eBay jemand anders was kaufen, wie es bei Eve Lose seht. Das ist kein Problem. Aber für mich selber kaufen ist ein Problem. So, jetzt noch ein bisschen technische Sachen. Damit wir noch ein bisschen Technik ist. So, hier ist der Empfänger und der kommt dann in so ein Gehäuse rein. Muss ich nochmal kurz machen. So, also das ist dann so ein Gehäuse, so ein kleines, das ist dann geschlossen. Und beim Empfänger wird es so sein, dass da habt ihr einen Einschalter an der Seite, oben ist dann das Loch für den Lautsprecher. Die Batterie ist dann im Gehäuse und ihr habt vorne noch so einen Drehrad, also so ein Rad, wo auf dem Drehcoder dann drauf ist für Frequenz einstellen. Und dieses Gehäuse ist wirklich sehr klein. Das ist natürlich auch wieder ein Projekt für 2018, ein Kurzwellensender. Wie gesagt, diese ganzen Sachen mache ich außerhalb der Kamera. Wenn ich kein Video mache, dann mache ich sowas. Oder spiele halt oder schaue Filme. Aber die meiste Zeit momentan mache ich es wirklich exzessiv, dass ich solche Sachen für euch bastel, dass wenn Rauchmelder, dass ihr dann auch noch was habt. Okay, also das war jetzt ein kurzes Infovideo zu den Gedanken. Wahrscheinlich nicht ultimativ informativ, denn das ist ein Thema, da könnte ich ganze Romane drüber schreiben. Warum schreibe ich keine Kommentare? Nun, schaut euch das an. Okay, so viel dazu. Beste Grüße, Stefan.